herzliche Gratulation an Lo und Le Duc. 079 hat es also geschafft und den Rekord knackt. Kein Wunder, es ist ja auch das Lied, das mir die ganze Zeit im Kopf nachläuft. 079 hat sie gesagt. Du weißt immer noch nichts, hat sie gesagt. 079 also absoluter Überhit und das, obwohl die Geschichte ja eher tragisch ist. Er ruft 10 Millionen Nummern an, um seine Traumfrau zu erreichen. Und wo er dann endlich sie am Telefon hat, hört das Traum nicht kommen und dann ist fertig. Man könnte also sagen, noch nie hat Stalking so viel Erfolg gehabt. Also nicht für den, der telefoniert hat, aber für die, die das Lied gemacht haben. So. Trotzdem hat die noch so zwei, drei kleine Fragen. Zum Beispiel über die Passage. Ich rufe jeden Tag eine Auskunft an und möchte ihre Nummer haben. Wer rufe heute noch eine Auskunft an? Viele arbeiten nicht mehr da. Nur noch sie und noch zwei andere. Heisst, jedes dritte Mal ist sie dran. Sie gibt mir jede Nummer. Ihre gibt sie mir nicht, gibt sie mir nicht. Also, der Typ rufe die Auskunft an, wo sie schafft und jedes dritte Mal ist sie dran. Und sie gibt ihm jede Nummer, nur ihre nicht. Alter, für was brauchst du ihre Nummer? Du hast sie die ganze Zeit am Telefon. Und dann tut er 10 Millionen Nummern telefonieren, um sie dran zu kriegen, obwohl jedes dritte fucking Mal sie bei der Auskunft dran hat. Schon nicht so. Ja? Andere Frage, die ich habe. Warum haben die so komische Wörter in dem Lied? Zum Beispiel, tüt, hat sie gesagt, tüt. Gut, ich hänge auch immer so das Telefon ab. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere. Tschüss, Schatz, ich liebe dich. Tüt. Oder auch wenn ich mit Kollegen am Telefonieren bin. Hey Alter, kannst du mir endlich mal die 50 Stutz überweisen? Tüt. No 79, hat sie gesagt. Oder wie kommt man auf so ein Wort wie per favore? In einem schweizerdeutschen Lied. Wie kommt man auf so ein Wort? Sind Sie im Studio gesehen? Hey Lo, da fehlt uns noch ein Wort. Ich weiß. Geben Sie mir wenigstens Vorwahl. Bitte! Nein, das ist nicht gut. Mach mal eine andere Sprache. Ja, andere Sprache. Geben Sie mir wenigstens die Vorwahl. S'il vous plaît. Geben Sie mir wenigstens die Vorwahl. Please. Nein, auch nicht. Geben Sie mir wenigstens die Vorwahl. Per favore. Das ist ein Fall! Geben Sie mir wenigstens Vorwahl! Per favore! Aus 79, hat sie gesagt! Also, ich wäre wirklich froh, wenn mir irgendjemand die paar Fragen könnte beantworten. Bis dann, alles Gute, oder wie man neuerdings sagt, tüt.